Kerstin Lienertz zu Gast, die Menschen in ein leichteres Leben führen möchte, und zwar in unterschiedlichsten Situationen. Du begleitest die Menschen. Du begleitest Menschen, die Ängste in sich spüren. Du begleitest Menschen, die Unsicherheiten haben. Du gibst den Menschen das Selbstbewusstsein wieder. In erster Linie sind es Frauen, die du auch unterstützen möchtest. Und es sind Frauen, die eben auch wirklich diese Unterstützung immer noch nötig haben. Absolut, die es nötig haben, wegen der Ängste, wegen der Schwierigkeiten, gesundheitlich oder mental, emotional. Oft sind es aber auch berufliche Veränderungen. Und ich fand es so spannend, euch eben zuzuhören. Ja? Als Renate hat auch so ein paar Stichworte gesagt. Es ist einmal diese, was sie eben in ihrem Ausblick gesagt hat, diese Erdung, diese Festigkeit, diese Sicherheit. Das ist immer die erste Stufe. Ich erde die Leute immer erstmal, damit sie mit der Quelle verbunden sind und ihrer Intuition trauen, wenn sie so ein Bauchgefühl haben. Das kann man alles trainieren. Das ist ganz spannend. Und dieser Transformationsprozess, durch den ich die Frauen, mit denen ich arbeite, 3 oder 6 oder sogar 12 Monate hindurch trage, führt zu so unglaublichen Ergebnissen. Also ich habe Frauen, die befördert werden innerhalb der Firma. Ich habe jetzt gerade eine Frau ein Jahr lang begleitet, die ist in einer großen internationalen Versicherung tätig, hat das Angebot bekommen, eine Führungsposition zu übernehmen, ja, hat sich das erstmal nicht zugetraut. Dann habe ich sie erstmal da reingecoacht. Sie hat den Job bekommen. Dann war sie auf einmal Führungskraft, war also nicht mehr Kollegin unter Kolleginnen, musste damit klarkommen, musste mit ihrem Chef klarkommen, der sie völlig überfordert hat. Wir haben sie da ganz geschmeidig durchgecoacht über ein Jahr. Heute verwaltet diese Frau Multimillionenbudgets, hat die besten Ergebnisse und sie sagt, das hätte sie alleine nicht geschafft. Sind das Einzelcoachings, die du da anbietest, oder sind das auch Gruppencoachings? Gibt es gewisse Themen, wo man sich eingliedern kann, oder wie funktioniert das Ganze? Man kann auswählen. Ja? Es gibt einmal ein Gruppencoaching-Programm, da ist man in wöchentlichen Live-Calls mit mir drin in der Gruppe. Es gibt immer auch Einzelgespräche. Ja? Ich schaue, so wie ihr die kostenlosen Beratungsgespräche anbietet, nehme ich grundsätzlich nur Frauen an, die ich in einem mindestens halbstündigen Gespräch vorher persönlich interviewt habe. Damit man einfach weiß. Absolut, absolut. Energetisch passt das. Ganz genau. Also ich nehme wirklich nur Leute in mein Coaching, wo es energetisch passt, wo ich weiß, ich kann der Frau helfen und sie wird eine Transformation durchlaufen. Alles andere fände ich unseriös, alles andere mache ich nicht. Es gibt auch das große Programm, sage ich mal, was ausschließlich Einzelberatungen sind. Da kann man Pakete buchen. Ja, es gibt wöchentliche Möglichkeiten, es gibt 2-wöchentliche Möglichkeiten. Also da gucke ich sehr individuell. Diese Pakete schnüren wir zusammen. Der Prozess, durch den ich die Frauen trage, ist immer der gleiche Prozess, der tatsächlich auch ein internationales Coaching-Programm jetzt ist. Das haben wir so angemeldet. Ich werde da demnächst auch Coaches drin ausbilden. Und es ist so ein 7-stufiger Prozess. Das, was ich eingangs sagte, dieses dreidimensionale System, weil wir dreidimensionale Wesen sind, ist ein 7-Stufen-Prozess, bei dem ich die Menschen sozusagen von unten nach oben aufbaue. Wir fangen an mit einer Erdung, dann schauen wir, was muss derjenige loswerden, was sind alte Glaubenssätze. Dann gehe ich da rein, sie wirklich in die Aktivierung zu bringen, wirklich eigenständig die Schritte zur Veränderung zu durchlaufen. Ganz, ganz wichtig ist die Selbstfürsorge, großes Kapitel. Das Kapitel Selbstschutz, ja, dieses energetische Schutzschild, von dem ich eben gesprochen habe. Und so sind es eben 7 Stufen, durch die ich in diesen 3 oder 6 oder 12 Monaten die Frauen durchtrage. Am Ende kennen sie alle Werkzeuge und wissen dann situativ, wann muss ich was einsetzen. Das heißt, die kriegen von mir einen Werkzeugkoffer, kriegen alle Werkzeuge an die Hand, lernen, wie sie mit den Werkzeugen umgehen. Und hinterher haben sie diesen Werkzeugkoffer und können sich situativ daran bedienen. Ja, und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass wir in irgendeiner Form eben über eine gewisse Strecke begleitet werden, damit es sich auch setzen kann, damit wir eben auch dieses Vertrauen in uns gewinnen können. Und das machst du natürlich dann auf deine Art und Weise. Man findet dich im Internet, man findet dich unter Kerstin Lienertz, da kann man auf die Suche gehen, kann sich das passende Programm natürlich auch aussuchen. Mhm. Und das Schöne ist natürlich, in diesem Online-Bereich, auch wenn man früher vielleicht eher so ein bisschen zögerlich war, so hat es doch viele Vorteile. Ne? Also ich bin von zu Hause aus, und du sagst ja selbst, also die Öffnung der Menschen ist teilweise viel, viel größer, weil sie in ihrem gewohnten Umfeld sind. Man muss nicht verreisen, es ist günstiger, man braucht kein Hotel, man muss nirgends irgendwie ein Zugticket oder ein Flugticket noch buchen, sondern es ist von überall
auf der Welt ja möglich, den Kontakt zu dir zu suchen. Absolut. Es ist ein ganz geschützter Raum. Und das ist etwas, was fast alle Frauen als sehr positiv unterstreichen. Die sagen, ich mache das von zu Hause aus. Ich nehme die Zeit flexibel auch. Ja? Ich kann das Programm entweder am Abend machen. Man kann das mit der Familie gut vereinbaren, mit dem Beruf gut vereinbaren. Viele Frauen machen das neben ihrer Karriere her. Und aus einem geschützten Raum heraus. Das heißt, wir sind immer in einem Zweiergespräch. Selbst wenn Sie in den Gruppencalls mit dabei sind, sitzen Sie in Ihrem geschützten Raum. Das empfinden die meisten als sehr, sehr, sehr positiv. Sie öffnen sich ganz anders. Und es ist ein sogenanntes Self-Paced Learning. Das heißt, man kann 2 Stunden am Tag investieren, 3 Stunden am Tag so viel Zeit, wie man hat. Man kann es eben auch am Abend machen, am Wochenende, wenn die Zeit erübrigt ist. Und so ist es wirklich, es passt in jeden Lebensalltag rein. Das war mir wichtig. Und man ist nicht alleine. Man weiß, dass man eben ruhig auch mal Hilfe annehmen darf. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, mal diesen Stolz zu vergessen, zu sagen, ich schaffe alles im Leben auch alleine. Nein, manchmal ist es eben wichtig, dass man mitbekommt, dass man im Leben nicht immer alles alleine schaffen muss. Ja, und es ist keine Schwäche, um Hilfe zu fragen. Das ist wirklich auch bei Frauen in den Köpfen noch so ein bisschen drin. Wenn ich mir eingestehe, dass ich nicht mehr kann, dass ich es nicht mehr schaffe, dass ich an meiner Weisheit Schluss angelangt bin, sich dann einen Profi zu holen, ja, so wie wenn man Autofahren lernen will, holt man sich einen Fahrlehrer. Mhm. Warum nicht auf energetischer, auf emotionaler Ebene sich einen Profi zu holen? Und ich sage immer, ich leite die Frauen letztendlich dadurch, was ich in den letzten 25 Jahren selber gemeistert habe. Und ich gebe ja nur die Werkzeuge weiter, die mich sehr gerettet haben. Und ich glaube, das ist natürlich auch immer etwas, was man aus eigener Erfahrung mitbringt. Das kann man auch am besten in irgendeiner Form vermitteln. Und so ist es nun mal. Mhm. Also man kann ein Coaching machen von irgendjemandem, der mir erklärt, wie man Millionär wird. Aber wenn er selber kein Millionär ist, dann macht er irgendwas nicht richtig. Ja. Aber du weißt eben, wovon du sprichst, weil du hast es eben selber gemacht und hast dich da selber rausgeholt mit eben diversen Werkzeugen. Und deswegen ist man da natürlich gut aufgehoben. Mhm. Kerstin Lienartz, immer ein großes Vergnügen, egal ob wir Yoga mit machen oder ob wir auch mal Gespräche führen, die in die Tiefe gehen, die du natürlich auch mit den Menschen führst, und zwar einfach über dein neues Programm. Und da gibt es natürlich auch mehr Informationen auf Instagram, auf Facebook, im Internet und überall, wo ihr quasi mal vorbeigucken wollt. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Es ist immer ein großes Vergnügen mit dir. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Jetzt könnt ihr euch noch mal freuen, denn es gibt auch ein energetisches Schutzschild quasi in dieser Woche zu gewinnen von Alexander